Sehen Sie, wer von Ihnen beiden ist denn der größere Freiluftmensch? Das ist da auf jeden Fall der Otti. Und der ist auch kälteresistent. Während mir ist allerweil kalt. Der schläft ja allerweil bei offenem Fenster, Sommer und Winter. Und womöglich hat er nichts an dabei. Ich muss bei der Auswahl der Frauen eigentlich immer darauf achten, dass sie das aushalten, weil ich kann nicht bei einem geschlossenen Fenster schlafen, auch nicht bei minus 20 Grad. Das ist mir völlig unmöglich, da schlafe ich nicht. Ja. Ja. Nein, ich mache die Fenster immer zu, lüften tut nur meine Frau. Die kommt dann und sagt, da stinkt's und macht auf. Und ich mache dann sofort wieder zu, weil man sofort kalt wird. Einmal erinnere ich mich, dass ich einen Hut bekommen habe und das habe ich im richtigen Sinne empörend gefunden und bin mit ihm weggegangen, habe ihn auf einen Hydranten gehängt und bin ohne Hut wieder nach Hause gekommen. Ich habe Schnee gehabt am Kopf, bin ich 2-3 Stunden draußen bei 10 cm. Ja? Ja. Toll. Und war das auch eine klaustrophobische Atmosphäre zu Hause bei Ihnen? Oder? Naja, es ist, die Kindheit war beengt. Wir haben zu fünft auf 70 Quadratmeter, wenn die ganze Wohnung bewohnbar war, wenn die Veranda also offen war sozusagen. Die war nur im Sommer offen. Also da haben wir dann wahrscheinlich auf 50 Quadratmeter zu fünft gelebt und haben alle musiziert. Also wir haben oft in einem Zimmer zu dritt musiziert. Mein Vater, meine Schwester auf der Gitarre und ich am Klavier. Und darunter singend nach Möglichkeit die zweite Schwester. Also ja. Das hat sicherlich eine Auswirkung gehabt. Das ist auch das, was ich in Erinnerung habe von der Jugend und Kindheit, dass ich raus will, dass ich um jeden Preis raus will. Was mich am meisten gestört hat, war ein Gefühl, dass alles unaufrichtig ist. Rundherum, das alles. Und ich glaube, ich wollte da der Gesellschaft die Maske vom Gesicht reißen. Und da hast du immer moderiert eigentlich. Ja, so das war ich. Ja? Der ist schlechthin als der Gulden, der herumschlägt wie ein Verrückter. Du hast das immer für übertrieben eigentlich angeschaut. Ich habe jetzt gerade überlegt, ob ich überhaupt rebellisch war. Aus meiner Sicht glaube ich nicht, dass ich rebellisch war. Ich habe nur das Gefühl gehabt, dass die anderen keine Ahnung haben, wo es läuft. Aber und dass ich rebellisch bin, hätte ich eigentlich nicht gehört. Für die war eine ganz große Geschichte, diese religiöse Frage. Ja, die hat. Ja, dass du dich von dem Katholizismus des Elternhauses. Beim Herfahren haben wir gedacht, was ist eigentlich der Unterschied zwischen dir und mir? Ich würde nämlich im selben Maß, wenn jemand sagt, man kann sich nicht stärker unterscheiden wie der Schwärzige und der Zickern, würde ich sagen, ganz richtig. Und wenn jemand, was die Leute gesagt haben nach unserem Auftritt im Rahmen meines Geburtstages, dass wir wie Brüder sind, finde ich, stimmt da. Aber jetzt, wo du das ansprichst, würde ich glauben, dass da ein Unterschied war. Auch für mich erkennbar, hast du immer deine Sache gut machen wollen. Ja. Und mir hat das eigentlich keine große Rolle gespielt, ob das gut ist, sondern doch, ob es aus meiner Sicht und meiner Einschätzung neu war. Ja. Und ich muss auch sagen, dass meine Möglichkeiten als Komponist auch darauf gefußt haben. Also, wenn ich nicht im Stand war, was Neues zu machen, wo die Leute überrascht waren, hätte ich auch gar nicht überleben können. Also, ich war dann irgendwann einmal auch auf einem Punkt, wo ich gewusst habe, wenn dir nicht was Neues einfällt, kannst du sperren. Und du warst immer schon unabhängig von solchen Überlegungen, also vergleichsweise. Ich habe das, du hast mich auch verblüfft. Das weiß ich, wenn du von deinen Klavierabenden erzählt hast, dass du gesagt hast, da habe ich gespürt, die Spannung lässt nach im Publikum, da bin ich gleich ein bisschen rascher geworden. Und ich habe mir gedacht, was? Das kann doch alles nur Illusion sein in deinem Hirn, dass du spürst, ob die Spannung nachlässt oder nicht. Ne? Wenn ein Konzert gekommen ist in die Nähe, und zwar ein halbes Jahr vorher schon, und ich sage, um Gottes Willen, da haben wir was einlassen, nein, das will ich nicht, nein, um Gottes Willen, wieso mache ich das, nein, das ist, wow. Und endlos hat er mir dann am Telefon solche Sachen erzählt. Er hat eine wunderbare Zeit lang, ist er mir furchtbar auf die Nerven gegangen, weil er hat angerufen, und ich gesagt, du, Gott sei Dank, dass ich dich erwischt, du, ich wollte dir, jetzt weiß ich nicht mehr was. Nein, ich rufe dich dann später wieder an. Das sind diese gesegneten Erinnerungen vom Schwärzing, wo man sich nicht genug wundern kann. Wir haben so an, was in Erinnerung bleibt. Also ich meine, das ist unglaublich. Ja, weil das waren immer relativ knappe Telefongespräche. Die anderen haben 2 Stunden gedauert. Während mein Gruber ist mir eine Stunde dort gestanden und bis an die Hand hat schon immer gewusst. Und die Leute haben dann gesagt, Jesus Maria, es brennt was an in der Kuchel. Ja, oder irgend sowas. Der Gruber hat einen ja angerufen, um zu fragen, wie man komponiert. Ja, der konnte solche Fragen stellen. Ja,
Wie fangst du an? Ich glaube, ich habe ihm einmal einen ganz großartigen Rat gegeben, da war er in einem Violinkonzert, glaube ich, hat gesagt, wie soll das weitergehen, das Stück. Und ich habe gesagt, es ist zu Ende. Und er war unbeschreiblich selig.